Wir haben hier das Schaubild von einer Funktion gegeben, und zwar die Funktion g von x, hier rot eingezeichnet. Die grünen Striche dürfen Sie ignorieren, das soll praktisch das karierte Muster von Ihren Blöcken darstellen. Also einfach nur um zu wissen, hier ist 1, 2, 3, 4. Und was ich noch gegeben habe, ist die Funktionsgleichung in Abhängigkeit von a und b. Und selbstverständlich steht zwar nicht da, aber ich muss natürlich die Parameter a und b bestimmen. Wie gehe ich vor? Am einfachsten natürlich über die waagerechte Asymptote. Ich erkenne also aus der Skizze, dass ich eine waagerechte Asymptote bei y gleich minus 1 habe, hier. Und aus der Funktionsgleichung erkenne ich, meine waagerechte Asymptote erhalte ich ja immer, indem ich einen E-Term weglasse. Alles, was mit mal verbunden ist, also das ist ein Viertel, fällt auch weg und es bleibt minus b übrig. Und deswegen weiß ich, meine waagerechte Asymptote ist bei y gleich minus b. Und damit kann ich natürlich zusammenfassend sagen, minus 1 gleich minus b, das heißt b gleich 1. Und deswegen weiß ich natürlich, meine Funktion g von x hat die Form 1 Viertel e hoch a mal x minus b ist 1. Jetzt brauche ich noch a. Wie erhalte ich a? Es gibt einen Punkt, einen guten Punkt, wo diese Funktion g von x durchläuft. Und zwar ist das der Punkt 3-0. Also mache ich mit diesem Punkt 3-0 eine Punktprobe. Sprich, ich setze 3 für x ein und 0 für y. Wenn ich für g von x den y-Wert 0 einsetze, habe ich 0 gleich 1 Viertel mal e hoch a mal x ist 3 minus 1 und kann jetzt nach a auflösen. Das heißt, ich bringe die 1 rüber, habe also 1 gleich 1 Viertel mal e hoch a mal 3 ist 3a. Ich kann durch ein Viertel teilen oder schöner, ich multipliziere mit 4, habe also 4 gleich e hoch 3a. Das e kriege ich weg durch Logarithmieren. Habe also ln 4 gleich 3a. Und wenn ich durch 3 teile, erhalte ich mein a. Das heißt, ich weiß, a ist ln 4 geteilt durch 3. Könnte man auch eine Kommazahl draus machen. Das dürfte so 0,46 irgendwas sein. Aber ich kann das auch so stehen lassen. Das heißt, ich sage, meine Funktion g von x ist 1 Viertel mal e hoch und mein a ist ln 4 durch 3 mal x minus 1. Das ist die gesuchte Funktion g von x.